Jeden Moment kann der Boden nachgeben oder die Decke einstürzen. Marode Gebäude, die man eigentlich nicht betreten darf. Eigentlich. Felix macht es trotzdem. Der 22-Jährige aus Oldenburg ist fasziniert von den Lost Places. Verlassene Wohnhäuser, wo viele private Dinge drin liegen und viele Einrichtungen stehen, das ist auch immer sehr interessant, da man da so ein bisschen auch in die Vergangenheit der Leute, die da vielleicht mal gewohnt haben, eintauchen kann. Und ja, ich würde sagen, am interessantesten sind die Gebäude mit viel Einrichtung, privaten Sachen, die so eine eigene Geschichte erzählen, und Krankenhäuser einfach, weil ich persönlich das für mich am interessantesten und spannendsten finde. Eine alte Heilanstalt irgendwo im Harz, 1902 gebaut, von der Nationalen Volksarmee jahrelang als Lungensanatorium genutzt. Die riesige Ruine ist genau das Richtige für Felix. Krass. Den drei Fenstern da, das ist ein geiles Fotomotiv. Immer wenn er sich mit seinen Kumpels auf den Weg macht, begehen sie zusammen Hausfriedensbruch, theoretisch. Denn meistens interessiert es keinen Menschen, ob da jemand drin rumstöbert. Und wo es keinen Kläger gibt, gibt es doch keinen Richter. Grundsätzlich ist es natürlich oft so, dass es im Privatbesitz ist, aber auf der anderen Seite eben auch oft so, dass es teilweise gar keinen Besitzer mehr gibt. Wir hatten auch schon mal Kontakt mit der Polizei. Das lief allerdings alles wirklich glimpflich ab. Wir haben uns nett noch unterhalten mit den Herren. Die wussten auch schon Bescheid über dieses Hobby und was wir da machen. Da waren wir nachts in einem verlassenen Wohnhaus. Die Polizei hat natürlich dann, musste ihre Sache da auch durchführen, hat uns dann vom Gelände verwiesen. Wir sind gegangen. Alles, was er unterwegs filmt, bearbeitet Felix dann zu Hause in Oldenburg am Computer. Seine fertigen Filme stellt er ins Internet. Sein YouTube-Kanal Adventure Buddy hat schon über 70.000 Abonnenten und täglich werden es mehr. Und die bekommen dank Felix immer wieder Orte zu sehen, die für manche Überraschung sorgen. Leute, da kommt man aus der dunkelsten Tiefe direkt ins Haus Gottes. Amen. Krasser Anblick, ey. Da oben noch so eine Orgel. Sein Hobby ist nicht ungefährlich. Einstürzende Altbauten, der 22-Jährige weiß genau, wie weit er gehen darf und wo er besser stehen bleibt. Hier sieht man jetzt noch mal ganz gut, dass man nicht jeden Bereich an so einem Ort betreten sollte. Hier ist komplett die Etage oben schon runtergekommen, da liegt eine Tür. Es hat halt schon öfter hier halt auch mal gebrannt. Dazu die Witterungsbedingungen, das Wetter. In Deutschland gibt es noch jede Menge Lost Places. Felix und seine Kumpels haben noch lange nicht alle verlassenen und vergessenen Orte erkundet. Falls es aber wirklich mal vorkommen sollte oder passieren sollte, dass wir hier in Deutschland nichts mehr finden und nichts mehr haben, dann kann man auf jeden Fall noch zum Beispiel nach Belgien, es gibt in Frankreich ganz viel, also hier auch an der Grenze. Und ein großes Ziel oder ein großer Wunsch von mir ist es, irgendwann in einem Leben mal nach Tschernobyl zu kommen auch. Auf der Jagd nach verlassenen Plätzen. Die Zahl der Lost Places Fans nimmt ständig zu. Kein Wunder bei solchen Bildern.